Ja, welche Schule für mein Kind? Eine Sendereihe des offenen Kanals hier in Speyer. Und wir melden uns heute aus dem Studio des offenen Kanals. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und vor allen Dingen, liebe Eltern, die jetzt an der Entscheidungsstelle stehen, an der Nahtstelle zwischen der Grundschule und der weiterführenden Schule. Wohin geht also die Bildungsreise? Ist es die Realschule Plus? Ist es die integrierte Gesamtschule? Oder ist es ein Gymnasium? In den nächsten 15 Minuten wollen wir diese Reise machen durch die Bildungslandschaft. Und so haben wir die Sendereihe hier konzipiert, dass einzelne Schulen, Schulvertreter, Elternvertreter und auch Schüler sich selbst heute präsentieren und ihre Schule auch vertreten. Zu Gast im Studio heute, die mit mir eine kleine Checkliste abarbeiten wollen, ist die Leiterin der Orientierungsstufe, ist es richtig, der integrierten Gesamtschule im Kollzentrum, Frau Bochmann. Richtig? Richtig, obwohl es das Kollzentrum natürlich so nicht mehr gibt. Integrierte Gesamtschule Speyer, Georg Friedrich Kolb. Jawohl, genau. Da muss man aufpassen. Als Speyerer ist es ja immer so, genau. Da hat man das Kolbzentrum einfach noch drauf. Und im Umgang ist es so, es ist und bleibt das Kolbzentrum. Ja, eine Elternvertreterin, die ich herzlich hier begrüße, Frau Kraft. Sie haben selbst zwei Kinder an dieser Schule und werden uns auch diesbezüglich Rede und Antwort stehen, wie es ihren Zwillingen waren es, ihren Mädchen gegangen ist. Gerne. Und last but not least, unser Benny, Benjamin. Ja, Benjamin ist Schüler des 9. Schuljahres und wird nur eine Lobeshymne über seine Schule loswerden. Stimmt's? Ja. Okay, das wollen wir dann versuchen. Ich will dich mal ein bisschen rauskitzeln. Beginnen wir einfach mal mit, nicht einfach, sondern mit der allerwichtigsten Frage, der Unterschied zu einer anderen weiterführenden Schule. Speyer ist in der glücklichen Lage, jetzt eine integrierte Gesamtschule hier zu haben. Tolle Sache, finde ich. Vor allen Dingen die Breite der Schulauswahl zwischen Gymnasium, Realschule Plus und jetzt noch die integrierte Gesamtschule. Was ist der Unterschied? Also ich denke, der große Unterschied zu einer integrierten Gesamtschule ist einfach, dass bei uns an der Schule lange der Weg des Abschlusses noch offen bleibt. Also man braucht sich nicht in der Klasse 4 oder vielleicht sogar schon eher entscheiden, wo geht die Reise mit meinem Kind hin, welcher Abschluss soll erreicht werden. Das wird erst so im Laufe der Jahre, je nachdem wie das Lern- und Arbeitsverhalten des Kindes sich entwickelt, dann entschieden. Also eine tolle Sache, man lässt den Bildungsweg lang offen. Jetzt sehen wir gleich bei den Abschlüssen. Genau. Welche Abschlüsse können Sie an Ihrer Schule anbieten? Auch das ist wiederum eine Besonderheit. Also wir können sowohl den Abschluss der Berufsreife nach der Klasse 9 anbieten. Wir können aber auch den Abschluss des qualifizierten Sekundarabschlusses nach der Klasse 10 anbieten. Wir übernehmen den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Und wir werden auch Schüler haben, die die Hochschulreife erlangen, also sprich das Abitur ablegen können. Liebe Eltern, das war jetzt der Blick weit, weit voraus. Ja. Weg von der Orientierungsstufe, das sind ja die Kinder zwischen 10 und 11 Jahre, wenn sie in diese Schule eintreten wollen. Eintreten wollen heißt, es gibt da ganz bestimmte Regeln, um an ihre Schule kommen zu können. Genau. Wir nehmen in der Regel die Schüler in dem 5. Schuljahr auf, da erfolgen Aufnahmegespräche. Wir haben demnächst wieder unsere Anmeldetage, die am 31. Januar sein werden und nochmal am 2. und am 3. Februar. Dann kann aber auch noch mal die Chance genutzt werden, in die Abiturstufe aufgenommen zu werden, ab der Klasse 11 dann. Also ganz klar ein durchgängiges System. Richtig. Schüler, die sich aus der Grundschule nicht so sicher sind, ich höre immer wieder von Eltern, ja, ich bin mir nicht ganz so sicher, Gymnasium oder Realschule. Ja, ist das also ein Kriterium, warum man die integrierte Gesamtschule wählt? Ja, also es spielt keine Rolle, welchen Abschluss die Grundschule empfiehlt. Da wir alle Abschlüsse anbieten und sich das über die Jahre noch entwickeln kann, spielt das für uns keine Rolle. Und wir betrachten uns als Teamschule. Jeder Jahrgang verfügt über 4 Klassen mit den Klassen, die jeweils 2 Tutoren haben. Das ist also auch noch ein Unterschied zu anderen Schulen. Das heißt normalerweise ja Klassenleiter, bei uns heißt es halt Tutoren und jede Klasse hat 2 Tutoren, die dann auch bis zum Abschluss, bis man die Schule verlässt, dann auch in der Klasse bleiben. Und damit ist natürlich ein engeres Verhältnis zwischen Schülern, Eltern und Lehrern absolut gegeben.
Ich will den Ball weiterspielen an die Frau Kraft und würde fragen, Ihre zwei Mädchen sind in diese große, ist eine große Schule gekommen. Ja. Wie ging es Ihnen denn? Uns ging es gut. Wir sind ja damals mit der IGS quasi zusammengeboren. Das heißt, wir sind gleich am Start in der ersten, im ersten Jahrgang der IGS dazugestoßen. Das war für mich bzw. für meine Mädels eine tolle Entscheidung, weil die beiden eben auch die Möglichkeit haben, sich ganz unterschiedlich da zu entwickeln und unter Umständen auch unterschiedliche Abschlüsse abzulegen. Und wir haben das natürlich auch so erfahren, wie eben schon die Frau Bochmann erwähnt hat, dass das Zusammenarbeiten von Anfang an sehr auf die Kinder zurechtgeschnitten war. Das heißt, es war definitiv so, dass die Tutoren sich sehr bemüht haben um ein Zusammenspiel, dass die Kinder integriert wurden, dass in der Tutorenwoche zum Beispiel schon sehr, sehr viel Wert auf das Kennenlernen, sowohl untereinander als auch die Räumlichkeiten, die Schule, selbst die Mitarbeiter der Schule wurden aufgesucht in einer Schulrelais. Also da wurde ganz viel Wert drauf gelegt und man hatte definitiv das Gefühl, die Kinder sind da ein Stück auch zu Hause. Also es hat geklappt. Es hat sehr gut geklappt. Gut. Okay. Ja. Richtig. Können Sie jetzt rein von der fachlichen Seite noch einmal einen Blick in die integrierte Gesamtschule werfen, in das System? Was ist Ihnen wichtig, dass Sie noch einmal hier besonders explizit darstellen wollen? Ja, also ein ganz wichtiger Schwerpunkt für unsere Schule heißt natürlich die Vielfalt. Also das kann man mit Fug und Recht behaupten. Wenn ich als Beispiel allein schon unseren Wahlpflichtfachbereich sehe, der sehr, sehr umfangreich ist. Also wir bieten natürlich auch, wie die Gymnasien ab Klasse 6, das Wahlpflichtfach einer weiteren Fremdsprache an. Das ist bei uns Französisch. Aber darüber hinaus ist natürlich keiner gebunden, der sagt, ich will jetzt zum Beispiel mal irgendwann Abitur ablegen, ich muss jetzt dieses Wahlpflichtfach wählen. Er kann auch aus einem Pool wählen. Da haben wir ganz kreative Namen, wie zum Beispiel GTEX, Gesundheit und Textil, oder MUMETS, Musik, Medien, darstellendes Spiel. Also das waren wir sehr kreativ damals. Haben im künstlerischen Bereich da Sachen Natur und Technik dabei. Natürlich Sport bei unseren Bedingungen, die wir an der Schule haben. Und wer hat sich dann lieber seinen Neigungen entsprechend so ein Fach wählt, der kann natürlich dann auch in Klasse 11, wenn er dann in die Abiturstufe geht, in die Oberstufe geht, einen Französischkurs noch belegen. Also da steht, dem steht dann nichts im Wege. Fragen wir mal den Benni nach, was er gewählt hat. Ich habe das Fach NATE gewählt, Naturtechnik. Bin wirklich sehr zufrieden damit. Wir nehmen alles im Bereich von Natur im Moment durch und es macht einfach Spaß, der Unterricht. Also dieses Praktische und dieses Forschende, das bringt es für genau. dich. Du hast keine Fremdsprache gewählt zusätzlich. Ich habe keine Fremdsprache gewählt. Mir hat es dieses Fach NATEX so gut gefallen, dass ich mich genau. zu diesem Fach entschieden habe. Und hast du schon eine Perspektive, wo die Reise hingehen könnte in deiner Schule, in deiner Schulart? Realschulabschluss. Oder Sekundarabschluss 1, auf allen Fälle. Angepeilt? Ja, angepeilt okay. und wenn nicht, dann der Sekundarabschluss 2. Okay, das Abitur ist noch nicht ganz klar, ob in die Richtung gehst oder sowas. Was können Sie denn, Frau Kraft, Eltern empfehlen? Ich meine, an so ein System zu gehen, was hat Sie eigentlich, was war die entscheidende Überlegung da dabei. Ich meine, Sie haben das sicherlich daheim diskutiert, mit den Kindern diskutiert und so weiter. Es war ein harter Prozess und dann kam dieses Aufnahmeverfahren und irgendwann einmal haben wir gesagt, ja, das ist es. Das ist richtig und der entscheidende Faktor war genau der, den die Frau Bochmann vorhin schon erwähnt hat. Es ist die Tatsache, dass man sich als Elternteil noch nicht mit Anfang der 5. Klasse schon festlegen muss, welchen Abschluss macht mein Kind später mal, sondern dass man den Kindern einfach Raum und Entwicklungszeit, das war für mich auch oder für uns auch das Hauptkriterium, einfach zu sagen, sie haben zwar Gymnasial- oder Realschulempfehlungen, aber wir gucken einfach, wie es weiterläuft und sehen einfach mal so den Entwicklungsstand ab. Und das war ja ausschlaggebend. Frau Bochmann, viele Eltern sind berufstätig und brauchen eigentlich eine Ganztagsbetreuung. Was macht Ihre Schule für diese Eltern, die eigentlich diese Ganztagsbetreuung brauchen? Haben Sie sich geöffnet? Machen Sie Angebote? Also wir haben kein Betreuungsangebot. Wir sind eine Ganztagsschule.
Das heißt, die Eltern können ihr Kind verbindlich für ein Jahr in diesem Ganztagsbereich anmelden. Der ist inhaltlich von Lehrern gestaltet und wird auch von Lehrern durchgeführt. Also es sind Ganztagsklassen? Genau. Es können Ganztagsklassen sein, es können aber auch Lerngruppen sein. Das ist immer davon abhängig, wie viele Kinder sich für den Ganztagsbereich anmelden. Aber es sind die Lehrkräfte vor Ort, oftmals auch die Tutoren mit am Nachmittag eingesetzt. Und das heißt, die Kinder können dann Montag bis Donnerstag jeweils bis 16 Uhr wirklich unterrichtet werden. Wir haben auch ein Mittagsessensangebot für ein geringes Entgelt in unserer schuleigenen Mensa, was natürlich dann mitgenutzt wird. Und wir haben auch Projekte an unserer Schule, zum Beispiel das Projekt SAMS haben wir ins Leben gerufen. Das heißt, Schüler arbeiten mit Schülern. Und da kommen dann Schüler höherer Jahrgänge, die sich mit den Fünftklässern am Nachmittag auch beschäftigen. Das heißt, wir fördern damit natürlich die Fünftklässer, fordern aber auch unsere höheren Jahrgänge. Das ist klar, auch eine bisschen soziale Komponente, die in der Schule mit drinsteckt. Was machst du als Besonderheit? Ich habe im Arbeitsgemeinschaftsbereich oder sowas? So genau habe ich da jetzt keinen Bereich. Also ich habe die Zeit im Moment noch nicht dazu, aber ich überlege mir, ob ich bei so etwas. Du konzentrierst dich im Moment auf das reine Lernen, wie man so schön sagt. Hast du Erfahrungen mit Orientierungsstufenschülern, mit den sogenannten Kleinen, die da reinkommen? Hast du irgendein Amt übernommen? So genau habe ich jetzt auch kein Amt übernommen. Aber du weißt es. Du kennst also Leute und Schüler, die das machen aus der Oberstufe. Viele Freunde aus der Klasse machen diese Organisation, wie man es nennt, oder dieses SAMS-Projekt, führen dies durch und es macht ihnen auch Spaß. Also man hört immer positive Bemerkungen, die dann von den anderen Mitschülern zu einem kommen. Schüler, die in diesem System sind und irgendwann kommt da die berühmte Pubertätsphase, und dann brauchen die Hilfen, beziehungsweise die haben ab und zu mal null Bock auf Schule. Kann man da besser reagieren in der integrierten Gesamtschule? Ich denke, wir sind da relativ flexibel. Also in der Orientierungsstufe arbeiten wir viel mit Binnendifferenzierung, also innerhalb der Klasse. Zum Beispiel haben wir teilweise auch eine Doppelbesetzung oder wir haben Unterricht in halber Klasse. Binnendifferenzierung. Also dass man innerhalb der Klasse den entsprechenden heterogenen Schülerschaften natürlich Raum gibt. Ab der 7. Klasse, und da beginnt ja eigentlich dann das Alter, was Sie gerade ansprechen, haben wir die Möglichkeit, nach außen hin zu differenzieren. Das heißt, die Kinder werden dann in Mathematik, in Deutsch und Englisch in verschiedenen Kursen unterrichtet, in Erweiterungskursen oder in Grundkursen. Und das ist auch nicht starr. Das heißt, dann kann nach einem gegebenen Zeitrahmen geguckt werden, wie hat sich das Arbeits- und Sozialverhalten des Schülers verändert. Kann man da was ändern? Muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen? Oder vielleicht kann man in den höheren Kurs gehen? Also da sind wir sehr, sehr flexibel, um auch auf solche Einbrüche Rücksicht nehmen zu können. Wie sieht es mit den Noten aus? Irgend so ein Kleiner hat mir mal gesagt, hurra, hurra, es gibt keine Noten an der integrierten Gesamtschule. Also, auf geht's. Also ganz wichtig ist natürlich, dass es auch bei uns Noten gibt. Wir haben dieselben Regelungen auch für die Abschlüsse und was es da alles gibt, wie andere Schulen auch. Wir haben dieselben Lehrpläne, also da gibt es gar keine Unterschiede. Benni, du vertrittst deine Schule, du bist jetzt Marketingdirektor oder sowas. Was würdest du sagen, was ist es? Was macht deine Schule aus? Was bringt die Schule? Erstmal finde ich ganz besonders, dass wir zwei Tutoren haben. Das stärkt das ganze Klassensystem. Dass man nicht auf einen so fixiert, auf einen Lehrer. Genau, also es kommt auch vom Verhalten her jeder gut mit den Tutoren aus. Und dann haben wir noch viel Gruppenarbeit in den Klassen. Also es wird auch viel miteinander gearbeitet. Also die Schüler fördern sich gegenseitig noch dazu. Also ganz klar soziale Komponente dabei. Ja. Wir als Gemeinschaft kommen gut miteinander aus. Stichwort für Sie noch einmal. Empfehlen Sie Eltern diese integrierte Gesamtschule? Was würden Sie in zwei kleinen Stichworten sagen? Was ist es? Ich kann mich in dem Punkt eigentlich nur dem Benni anschließen. Das Soziale ist für mich eigentlich das Hauptgewicht schlechthin. Und da kann ich einfach sagen, das wird definitiv in der IGS großgeschrieben. Es ist ein wirklich harmonisches Miteinander zwischen Schulleitung, Lehrerkollegium,
dem Schulelternbeirat, also den engagierten Eltern und auch den Schülern und den Schülervertretern. Also wir sind in verschiedenen Gremien aktiv, wo all diese Bereiche eben von verschiedenen Personen aus diesen Gruppen abgedeckt werden. Also das Miteinander. Und das Miteinander, richtig. Gut. Und in diesen Gremien wird zusammengearbeitet und das ist natürlich genau das, was die Schule voranbringt, dass wir alle ein kompaktes Team sind. Ein Stichwort noch als Lehrerin. Sind Sie gern an dieser Schule? Definitiv, sonst wäre ich heute auch nicht hier. Und klar. Würde Werbung machen wollen für meine Schule. Also, dass Sie und die 15 Minuten sind ja jetzt schon leider wieder um. Also es war ein Blitzlicht auf diese besondere Schule, diese integrierte Gesamtschule hier in Speyer. Anmeldetermine finden Sie unter speyer.de oder auf der Homepage der Schule. Ich empfehle Ihnen auch nochmal, falls Sie diese Sendung anschauen wollen, den Kanal, den Channel, sagt man neuhochdeutsch, im YouTube des offenen Kanals in Speyer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bedanke mich vor allen Dingen bei unseren lieben Gästen, der Frau Kraft, der Frau Bochmann und dir, Benny. Du hast deine Medienerfahrung jetzt hinter dich gebracht. Gell? Dankeschön. Auf Wiedersehen.